Hallo liebe Adlerträger-Fans hier vor der Commerzbank Arena zurück aus dem Osterurlaub. Denn auch die Spieler hatten 2 Tage frei am Ostersamstag und auch am Ostersonntag frei gehabt. Am Montag gestern mussten sie einen kleinen Lauf absolvieren, entweder draußen oder zu Hause auf dem Laufband. Ja, zurück im Training sind sie also heute wieder, sofern man das Training nennen kann, denn es ist nach wie vor in kleinsten Gruppen. Heute Morgen gestartet der Trainingstag mit einer Schulung, und zwar von unserer medizinischen Abteilung nochmal auf alles hingewiesen, was einzuhalten ist. Und dann ging es los mit Mobilisierung, dann ein bisschen Athletikteil und Torschuss und Passform. So sah also heute auch wieder das Training der Adlerträger aus. Außerdem eine schöne Sache noch heute. Christian Peintinger feiert heute seinen 53. Geburtstag. Wir gratulieren natürlich von dieser Stelle auch nochmal recht herzlich. Und mit seinem Landsmann haben wir über die derzeitige Situation gesprochen. Stefan Ilsanker, der eine klare Meinung auf jeden Fall dazu hat. Ilse, Ostern gut rumgebracht. Wie war es bei dir? Ja, relativ langweilig eigentlich. Ja, ich war hier in Frankfurt und habe einfach entspannt und ein bisschen Bier getrunken. Du bist ja einer, der bei Instagram viele Rätsel erstellt. Bist du so einer, der gerne rätselt? Ja, mir hat das schon als Kind Spaß gemacht und ich kenne nur ein paar von früher und das hat einfach so angefangen, dass ich Bas und Danny eins gestellt habe. Die haben gesagt, komm, mal's doch mal auf für uns. Und habe ich mir gedacht, kann ich es gleich für die ganze Eintracht-Community posten. Und wer ist da gut im Lösen? Haben die es hingekriegt, Bas und Danny? Danny war sehr schnell bei den Rätseln, aber mit den schwereren hat er auch seine Probleme. Sehr schön. Wie ist es für dich momentan? Du bist ja einer, der über die Zweikämpfe kommt, über das Laufbereite. Das gibt's ja momentan nicht im Training. Wie sind so die Trainingseinheiten für dich? Wie erlebst du sie? Das kotzt mir natürlich schon ein bisschen an. Also ich habe schon mal wieder Lust, einen wegzugrätschen. Leider funktioniert das noch nicht, leider dürfen wir das noch nicht. Aber allein, dass wir unsere Arbeit jetzt wieder nachgehen dürfen, auch zwar nur limitiert, aber es macht schon Spaß, wieder am Platz zu sein und nicht nur zu laufen und Rad zu fahren. Wie sehr arbeitet es in einem Fußballer, dass er, sag ich mal, einigermaßen trainieren kann oder zumindest in kleinsten Gruppen, aber nicht dem eigentlichen Geschäft nachgehen und dem Spielen? Ja, es ist schon schlimm, wenn wir das Stadion hier vor uns sehen und hin und wieder schaue ich mal rein und es tut schon weh im Herzen. Super, danke dir, Ilse.